Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. 5 Minuten im Radio, 6-7 Minuten ungefähr, und dann kommt das Fernsehen dazu. Freie Themennacht, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann ruft an, Telefonnummer 0800 5678 111. Erste Anruferin ist Heike, und Heike ist 63 Jahre alt. Guten Morgen, Heike. Hallo, Domian. Ja, hier ist Heike. Ja, um was geht's bei dir? Ja, also ich habe nochmal das Thema von gestern. Diese schrecklichen Orte. Ja. Und, Also du möchtest auch von einem Ort reden, der für dich sehr schrecklich ist, in der Erinnerung. Ja. Was für ein Ort ist das? Das ist der Ort Rangierbahnhof. Ein Rangierbahnhof. Was ist da passiert? Da ist mein Sohn verunglückt. Dein Sohn ist da verunglückt? Wie alt war dein Sohn? Der war 9. Entschuldigung. 9 Jahre. Das liegt jetzt wie viele Jahre zurück? Das ist 1970 passiert. Ja. Was ist denn da genau da geschehen, dass dein Sohn auf diesem Rangierbahnhof ums Leben gekommen ist? Also ich war berufstätig. Ja. Und meine beiden Kinder gingen in den Kindergarten. Ja. Und da sind mein Sohn und noch ein anderer kleiner Junge, die sind vorzeitig vom Kindergarten weg. Mhm. Und das hat irgendwie keiner bemerkt. Die haben später zu mir gesagt, naja, so ein Neunjähriger hat man ja auch nun nicht mehr immer im Auge. Ja. Naja, jedenfalls hat der eine gesagt, er will Lokomotivführer werden und er hat auch schon eine Lok und jetzt will er meinen Sohn mal zeigen, wo die ist. Mhm. Und dann sind sie da auf diesem Rangierbahnhof gegangen. Aber dein Sohn war ja nicht mehr im Kindergarten, ne, mit 9. Ja, der war mit 9 noch im Kindergarten. Der war, ach so, ah ja. Mhm. Das war gerade das letzte Jahr. Ach so, mhm, na gut. Also bis 10 hätte er können. Also er war noch vor, vom 10. Lebensjahr. Mhm. Mhm. So, und dann, naja, dann sind die beiden da auf diesen Rangierbahnhof gegangen und dann hat noch so ein Arbeiter eine Lok reingefahren. Mhm. Und dann hat er diese, so ein paar Waggons angestoßen dabei. Mhm. Und die sind in Bewegung geraten. Ja. Und der Freund, der konnte sich beiseite, der konnte noch beiseite hüpfen. Ja. Und mein Sohn soll gelaufen sein. Ja. Und gestolpert und ist dann da überrollt. Ah. Oh Gott, oh Gott. Ja. Und ich habe dann später immer noch mal versucht, also ein paar Tage danach, weil viele Freunde, Bekannte und so kamen und Blumen mitgebracht haben und vor allen Dingen Arbeitskollegen. Und dann habe ich da gedacht, Mensch, hier diese ganzen Blumen, und dann habe ich welche genommen und wollte sie da hinbringen. Mhm. Konntest du das? Nee. Warst du überhaupt, es sind ja über 30 Jahre her, warst du überhaupt noch mal dort an diesem Bahnhof? Also notgedrungen, wenn ich manchmal zur Post musste, dann musste ich da an vorbei. Ja, ja. Aber ich bin dreimal um Pudding gelaufen, um überhaupt dahin zu kommen. Und nachher habe ich das nicht mehr. Ja. Da habe ich dann immer jemanden gebeten, mir das mal abzuholen oder so. Ich merke so sehr deinen Schmerz, Heike. Obwohl das 30 Jahre her ist, habe ich das Gefühl, als wäre es für dich gestern. Das ist gestern. Mhm. Mhm. Musstest du den Jungen noch identifizieren? Nee, durfte ich nicht. Ich wollte ihn ja noch sehen. Mhm. Und er ist ja vom Kindergarten nicht nach Hause gekommen. Mhm. Und meine Tochter kam nur an und da habe ich gesagt, wo ist dein Bruder? Weiß ich nicht. Und das war so ungewöhnlich, dass sie zuerst kam. Mhm. Denn meistens lief er und er war der Erste und Pünktlichste. Mhm. Da konnte man die Uhr nachstellen. Mhm. Und er kam nicht. Mhm. Und dann, ja Mensch, dann bin ich losgegangen. Ich sag, du, zur Nachbarin, guckst du mal nach Marion, ich muss den Jungen suchen. Mhm. Der ist nicht nach Hause gekommen. Ja, ja. So, und dann habe ich überall gesucht und gesucht. Hier Freunden und da Freunden, wo kann er denn noch sein? Ja. Und inzwischen kriegte ich dann schon eine Wut. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Junge, du hast noch in deinem Leben keinen Arsch vorgekriegt. Aber ich glaube, wenn ich dich jetzt erwische, dann kriegst du mal was hinter die Ohren. Ja. Und dann wurde das 7, 7:30, dann wurde es schummrig. Nee, habe ich gedacht, jetzt muss ich zur Polizei.
Und dann bin ich zur Polizei gegangen und dann haben die gesagt, ja, wie heißen Sie und wie groß ist er und zwar Haarfarbe und hat er das an und hat er das an. Und dann kam es so raus. Und dann habe ich gesagt, wieso haben Sie mein Kind hier? Wenn Sie wissen, was er anhat, dann haben Sie ihn vielleicht eingesperrt. Mensch, so ein Kind kann man doch nicht einsperren. Ja, und dann kam der auf mich zu und dann sagt er zu mir, nee, der ist in Eppendorf, in der pathologischen. Mhm. Und da konnte ich in dem Moment gar nichts mit anfangen. Traudl, ich würde mal sagen, da das dir so nahe geht, dass wir das mal hier jetzt beenden und dass du mit meinem Psychologen mal noch ein paar Worte redest. Das ist der Johannes heute Nacht. Aha. Da würdest du auflegen und der Johannes ruft dich an. Und ich wünsche dir von meiner Seite, von hier aus, alles Gute und alles Liebe von ganzem Herzen. Ich danke dir, Domian. Alles Gute. Vielen Dank, dass ich mit dir sprechen konnte. Ja, tschüss. So, meine Lieben, jetzt begrüße ich die Fernsehzuschauer auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Wir haben hier im Radio schon angefangen, die kleine Verspätung im Fernsehen. Wir bitten, das zu entschuldigen. Wir haben eine freie Themennacht, ein freies Talk-Radio, offenes Talk-Radio. Das heißt, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, egal über welches Thema, dann könnt ihr das gerne machen. Ruft einfach an, eine kostenlose Telefonnummer für euch 0800 5678 111 oder faxt mir unter 0800 5678 110 oder mailt mir unter 1live.domian@wdr.de und bitte dann nicht die Telefonnummer vergessen. Ich bin jetzt verbunden mit Marc und Marc ist 26 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Marc. Was ist dein Thema? Mein Thema ist der Irakkrieg. Und zwar habe ich mich freiwillig bei den US-Streitkräften beworben für den Irakkrieg sozusagen. Ja. Kann man das so einfach? Nein, kann man nicht, hat sich im Endeffekt rausgestellt. Ich habe vor circa 2 Monaten einen Brief abgeschickt an die amerikanische Botschaft. Ja. Und habe eine Woche später eine Antwort von denen bekommen. Und die haben mir dann halt gesagt, dass ich entweder eine Green Card brauche oder die amerikanische Staatsbürgerschaft, in die Armee einzutreten. Ah ja. Ja. Du hast beides nicht? Nein. Das heißt also im Klartext, du kannst nicht an dem Krieg teilnehmen? Ganz genau, richtig. Warum hast du dich dafür entschieden, das zu machen? Es hat eigentlich 2 Gründe. Der erste Grund ist, also ich muss erstmal sagen, dass ich das Vorgehen von der Bush-Regierung so auch nicht gutheißen kann. Also ich finde, die haben auch sehr viele Fehler gemacht und... Aber dennoch wolltest du mitmachen? Dennoch wollte ich mitmachen, richtig. Und zwar geht es darum, ich finde, auf lange Sicht hin ist es die bessere, auch wenn es sich brutal anhört, die bessere Alternative für die irakischen Leute oder beziehungsweise für das Volk, wenn jetzt der Krieg kommt und der Hussein abgesetzt wird. Weil ich, man hört das ja auch im Fernsehen, der... Guten Regime, ja. Was? Nee, bitte, ich habe unterbrochen. Das Regime hat ja Zehntausende von Menschen schon umgebracht. Nein, 1 Million ungefähr. Ja, war so viel sogar, ja, klar. Und da denke ich, hört es zwar brutal an, aber jetzt durch die Bombenangriffe und so, die Zivilisten, die da ums Leben kommen. Ich meine... Das wollen wir jetzt nicht, das wollen wir nicht aufrechnen, das ist zu zynisch. Ja. Das dürfen wir nicht machen. Ja, gut. Es ist nur immer seltsam, dass wir, so die westliche Welt, uns immer einbilden und vor allen Dingen jetzt auch die Amerikaner, vorneweg Herr Bush, andere Menschen befreien zu wollen und anderen Menschen vielleicht unsere Denkweise und unsere Form von Demokratie aufdrücken zu wollen. Das ist ja schon ein bisschen vermessen. Ja, die Amerikaner sprechen ja schon gar nicht, die sprechen ja ständig, Herr Bush redet ständig von Befreiung. So sehr jubeln die Leute den Amerikanern nicht zu, wie man das eigentlich von einem Volk erwarten sollte, das sich befreit fühlt. Ne, das macht einen schon stutzig im Fernsehen. Ja, aber gut, ich denke, das kommt daher, weil die halt irgendwie noch Angst haben, weil der Hussein noch nicht tot ist, oder das Regime noch nicht durch eine demokratische Regierung ersetzt worden ist. Und dass die immer noch Angst haben, dann die Amerikaner könnten hinterher aufgeben, weil der Krieg irgendwie nicht läuft. Oder ja, also ich würde sagen, ich würde mich da auch nicht jubeln mit einer amerikanischen Flagge hinstellen, wenn ich in Bagdad oder in einer anderen Stadt leben müsste und den ganzen Tag bombardiert würde und Angst um Leib und Leben, mein eigenes und das meiner Freunde, Verwandten und der anderen Staatsbürger haben müsste. Ne, das muss man ja alles so sehen. Ja, richtig, das muss man auch so sehen. Der Tod kommt jeden Tag vom Himmel und massiv und brutal. Ja, das stimmt. Warst du bei der Bundeswehr hier in Deutschland?
Ja, ich war 4 Jahre Panzerkommandant Leopard 2 ja? in HEMA. Ja? Und ja gut, also dieser M1-Panzer, da könnte ich drin eingesetzt werden. Oder. Ja. Aber Marc, ich würde gerne doch noch mal ein bisschen fragen und das noch ein bisschen mehr verstehen. Es gibt ja schon einige Leute in Deutschland, wenn es auch eine Minderheit ist, ich sage Gott sei Dank, ist es eine Minderheit, die für den Krieg sind. Ja. Aber die sind ja nun weit davon entfernt, so einen Schritt zu unternehmen wie du und sagen, ich würde da mitmachen. Ich habe ja fast schon Respekt vor deiner Haltung, obwohl ich überhaupt nicht deiner Auffassung bin, aber sie ist konsequent. Ja. Was genau die Motivation ist. Du hast es jetzt ein bisschen erklärt, das Regime muss weg, es ist ein schlimmer Diktator und so weiter. Aber steckt da nicht noch mehr hinter, wenn du dein eigenes Leben dafür riskierst? Eigentlich nicht, weil, meine gut, also momentan bin ich arbeitslos. Mhm. Ja, und weiß nicht, ich fühle mich auch momentan etwas, weiß nicht, überflüssig. Ja. Und das war vielleicht auch so ein bisschen der Grund, dass ich... Achso, da hast du so gedacht, dass du was nach deiner Auffassung Sinnvolles da tun könntest. Ja, genau, ja. Sinnvolles zu tun. Ja. Ja gut, ich meine, ich habe auch keine Familie und so. Das wollte ich auch jetzt fragen, wie ist es denn so mit deinem nahen Umfeld? Es gibt also keine Eltern mehr? Also ja, doch, gut. Aber, keinen nahen, noch. Aber keinen nahen Kontakt? Nein, also ich bin nicht verheiratet, habe kein Kind und so. Ja, also ist niemand da, der sagen würde, Mensch, Marc, hast du einen Schuss? Bist du wahnsinnig? Es gibt niemanden, der so nah um dich herum ist. Nee, ich habe da jetzt auch noch nicht so, sag mal, mit rumgeprahlt oder das gesagt. Ich meine, ich habe schon Freunde und Verwandte, ja. Aber, ja. Also im Prinzip hättest du gehen können aus Deutschland, ohne dass jemand dich versucht hätte zurückzuhalten. Kann man so sagen. Nein, da kann man auch nicht so sagen. Die würden schon auf mich einreden, meine Verwandten oder meine Mutter und so. Aber ich denke mal, sie mich schon hätten gehen lassen. Ja. So, das Thema ist ja nur vom Tisch, weil die Amis dich nicht haben wollen, weil das nicht geht. Du bist kein Amerikaner und hast keine Green Card. Dennoch, du verfolgst ja die Berichterstattung im Fernsehen auch. Nun muss man den Bildern natürlich sehr misstrauen. Dennoch, ein Rest von Wahrheit ist ja in vielen Bildern drin. Findest du es denn nicht doch sehr erschreckend, wenn du diese Bombardements siehst, dieses Krieg führen, das Schlachtfeld, wenn du dir vorstellst, dass du vielleicht mittendrin wärst und eben auch dafür verantwortlich wärst, dass du Unschuldige, oder das heißt Unschuldige, andere Menschen, Iraker, erschießen würdest? Ja, also wenn man das so im Fernsehen sieht, das ist sicherlich, ich meine, Krieg ist immer schrecklich. Ich meine, wir waren noch nicht im Krieg, wir können es uns einfach nur vorstellen. Wir können uns das nur vorstellen aus den Erzählungen unserer Eltern oder Großeltern. Ja. Ich bin mit diesen Erzählungen aufgewachsen und habe den Horror wirklich vermittelt bekommen durch meine Familie. Bei dir wird es vielleicht dann die Großeltern-Generation sein. Ja, genau. Mhm. Ja, ich meine, also mich würde ich mir da irgendwie keine Sorgen machen, dass ich jetzt sagen würde, oh Gott, ein Glück haben sie sich nicht genommen oder so. Mhm. Nur, also ich muss auch sagen, jetzt so, was da so passiert ist in den letzten Tagen und Wochen, also die Amerikaner, die, also ich frage mich jetzt schon ein bisschen, ob das überhaupt richtig war. Also ich merke schon, dass du gar nicht so ein klarer Verfechter bist. Du hast es gerade am Anfang ja auch schon ein bisschen relativiert. Also ein bisschen bist du auch ins Nachdenken geraten, ob das so die richtige Aktion war. Ja, weil ich finde doch, dass die Bush-Regierung eigentlich, denke ich doch mal, ziemlich verlogen ist mit ihren ganzen Begründungen, warum sie den Krieg machen, weil die... Weißt du, Marc, das ist genau der Punkt. Ich halte das auch für rundrum dreckig verlogen. Rundherum. Ja. Wenn es denen wirklich darum ginge, ein Land von einem Gewaltherrscher zu befreien, wenn das eine glaubwürdige Sache wäre, dann hätte man ja vielleicht noch eine andere Position. Aber ich glaube ihnen keinen Deut. Ich glaube, dass ganz handfeste politische Interessen dahinter stecken und dass das nur ein äußerlicher Vorwand ist. Ne? Und da käme man wahrscheinlich auch an deiner Stelle ins Nachdenken, fühlte man sich da nicht instrumentalisiert von so einer Regierung wie der Bush-Regierung. Ja, stimmt schon. Mhm. Weil zum Beispiel, also ich würde das dann halt auch nur aus eigener Überzeugung machen, zum Beispiel, um den Irak haben wirklich zu helfen. Ja. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass nach diesem Krieg, wenn eine demokratische Regierung eingesetzt worden ist, dann werden ja auch die UN-Sanktionen aufgehoben und so. Und dann wird es dem irakischen Volk
meiner Meinung nach wirklich um einiges besser gehen. Das wäre meine Motivation. Man weiß es nicht. Es gibt im Irak 60% Schiiten. Es könnte nach einer Demokratisierung, nach unserem Vorbild, nach unserer Vorstellung, könnte es durchaus sein, dass ein Gottesstaat dort errichtet wird, wie im Iran. Und dann ist die Vorstellung von Demokratie, so wie wir sie haben, auch wieder passé. Also es ist ein sehr kompliziertes Thema und wir hören das ja mittlerweile auch in so vielen Talkshows von Experten, dass das eben alles nicht so einfach zu lösen ist und eine sehr vielschichtige Angelegenheit. Also ich sage nochmal, ich teile nicht deine Auffassung, aber ich finde sie wirklich letztendlich dann konsequent, was du gemacht hast. Und habe davor mehr Respekt und Achtung als vor den Leuten, die hier mit wehenden Fahnen rumrennen und sagen, ja, Krieg, und aber ihren Hintern im Trockenen sitzen haben und es sich gut gehen lassen. Immerhin hättest du auch, du hättest dein Leben dafür riskiert zumindest. Ja, richtig sogar, das dann ja. Ich danke für deinen Anruf und wünsche dir alles Gute, Marc, dass du einen Job bald findest. Okay, hau rein, Jörg. Tschüss. Ja, tschüss. Telefonnummer 0800 5678 111. Und jetzt ist der Bernd hier. Und der Bernd ist 37 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Bernd. Erstmal Glückwünsche zu deiner Sendung. Ich danke herzlich. Viele gute Gespräche. Dankeschön. Und nochmal kurz zu meinem Vorgänger. Ich bin übrigens auch gegen diesen Krieg. Vor allen Dingen wegen der verlorenen Gründe, weswegen er geführt wird. Ja, ja. Ganz anderes Thema ist verbotene Geschwisterliebe. Was ich selbst erlebt habe im Jahre 1991, also knapp 12 Jahre her. Ja. Ich hatte also über ein Dreivierteljahr eine relativ heftige sexuelle Affäre mit meiner leiblichen Schwester. Ich muss dazu sagen, wir kannten uns vorher nicht. Wir sind nicht miteinander aufgewachsen. Mhm. Entschuldige. Überhaupt nicht. Ihr habt euch nie gesehen früher? Nein, ich bin im Alter von 4 Monaten zu Adoptiveltern gekommen. Ja. Meine leiblichen Eltern starben 1965. Die Mutter 3 Tage nach der Geburt. Der Vater gab mich dann zur Adoption frei. Mhm. Und er hängte sich in der Nähe des Friedhofs, wo meine Mutter schon begraben lag. Mhm. Deswegen passt das Ganze auch so ein bisschen zu dem gestrigen Thema schreckliche Orte. Schreckliche Orte, ja. Das Foto des Friedhofs habe ich gerade hier liegen, mit dem Wäldchen oberhalb des Friedhofs, wo spielende Kinder den Vater damals tot erhängt fanden. Ja. Ich habe dann mit 4 Jahren von den Adoptiveltern erfahren, dass sie nicht meine richtigen Eltern sind. Mhm. Mehr Informationen kamen aber dann nicht. Mhm. Habe mit 12 Jahren durch Stöbern in Schränken noch ein bisschen mehr erfahren, durch Unterlagen. Und mit 18... nach einer ersten Recherchefahrt habe ich dann in der Gegend, wo ich geboren wurde, auf dem Amt erfahren, dass ich noch eine leibliche Schwester habe. Zum ersten Mal habe ich davon gehört. Mit 18? Mit 18, ja. Die war 3 Jahre älter als ich. Ich bin damals an dem Tag mit 18, habe ich auch vor ihrem Haus gestanden. Ja. Konnte aber nicht klingeln. Das war so eine unbestimmte Angst. Irgendwas Schreckliches könnte passieren. Ich konnte es halt nicht. Ja. Noch weitere 7 Jahre gewartet. Ja. Bis Ende 1990, damals habe ich Abitur nachgemacht im Abendgymnasium und bin eine Woche nach der Abschlussfeier ganz spontan, ohne jemandem was davon zu sagen, da runtergefahren, knapp 2 Autostunden und... Sie wohnte immer noch dort? Sie wohnte immer noch dort, im gleichen Ort. Ja. Und habe dort geklingelt, so nach dem Motto, guten Tag, ich bin dein Bruder. Mhm. Sie stand in der Tür und ich habe zu ihr gesagt, es geht um eine Sache, die liegt schon 25 Jahre zurück. Und das war wohl das Stichwort, weil sie wusste ja, dass sie einen Bruder hatte, der 25 Jahre alt war. Achso, dein erstes Wort war nicht, hallo, ich bin dein Bruder, sondern du hast gesagt, es geht um eine Sache, die liegt 25 Jahre zurück. Genau, ich habe gesagt, hallo, ich möchte gerne mit Ihnen sprechen. Ja. Es geht um diese Sache, die liegt schon 25, und das war halt das Stichwort für sie. Ja. Und sie lebte in ganz anderen, auch wirtschaftlichen Umständen als ich selber. Bessere oder schlechtere? Schlechtere, wesentlich schlechtere. Ja. Sie lebte praktisch im Chaos, war 12 Jahre schon verheiratet, bekam gerade das 5. Kind. 12 Jahre da schon verheiratet? Ja. Also sie ist viel älter als du? Nein, sie war 28, sie war 3 Jahre älter als ich. 12 Jahre, jetzt verstehe ich, ja. Mhm. Ja, sie hat praktisch mit 16, 17 geheiratet, um aus ihrer leiblichen Familie auch rauszukommen. Ja. Und ich glaube, sie neidete mir auch ein bisschen die besseren Umstände, in denen ich lebte. Aber im Laufe des Gesprächs war dann schnell klar, dass du der Bruder warst. Das im Grunde nach ein paar Minuten. Nach ein paar Minuten schon, ja. Ich habe ihr ich habe meine ganze Geschichte auch erzählt. Ja. Und sie wusste auch im Grunde, wer ich war. Aber wie kam es denn dann zu einer Liebes- oder sogar einer sexuellen Beziehung zu sprechen? Das frage ich mich bis heute. Also im Grunde, ihre Ehe war kaputt, so wie sie mir das von Anfang an gesagt hat. Mhm. Und ich hatte den Eindruck, dass sie mich von meiner leiblichen Familie ein bisschen entfremden wollte. Und ihr Ziel war es eigentlich, das hat sie mir immer wieder gesagt, dass wir zusammen leben. Sei es in der Gegend, wo sie wohnt, oder sie wollte mit mir aus Deutschland sogar weggehen. Wie lange hat es denn dann gedauert, nach dem ersten Treffen bis zur ersten Nacht? Knapp 4, 5 Wochen.
Nur 4-5. Und würdest du sagen, dass die Initiative von ihr ausging, dass sie dich mehr oder weniger verführt hat? Die ging bei unserem zweiten Treffen, also nach 2 Wochen schon von ihr aus, dass als wir abends im Wohnzimmer standen und ihr Mann oben schon schlief, sie nochmal runterkam und wir uns umarmten und sie mich auch vorher immer ein bisschen seltsam und durchdringend angeguckt hat und ihre Blicke waren schon anders und meine im Grunde auch, weil ich mochte sie, wir sehen uns auch sehr ähnlich. Ja. Und dass sie schon merkte, dass sich bei mir, ich sag mal auf Deutsch gesagt, unter der Gürtellinie schon etwas tat. Mhm. Und sie hat es auch sehr bei dieser Umarmung da, als der Mann oben schlief, richtig. Gab es da auch schon noch eine heftigere Annäherung? Ein Kuss? Da noch nicht. Mhm. Da noch nicht. Und sie hat das, aber die Annäherung kam dann. Die kam unmittelbar nach ein paar Wochen schon. Und dann hast du mit ihr geschlafen. Hast du mit deiner eigenen Schwester eine Nacht verbracht, Sex gehabt. Richtig. Wie hast du dich währenddessen gefühlt? War das dir bewusst in dem Moment, Mensch, das ist meine eigene Schwester? Oder hast du das irgendwie ausgeblendet, zumindest für die Zeit des Vorgangs? Also ich sag mal, sie hat das regelrecht initiiert, indem wir uns in einem Hotel getroffen haben, wo es eigentlich zu einer Aussprache kommen sollte, weil ich wollte mich ein bisschen von ihr zurückziehen, weil ich wollte das eigentlich nicht. Ich wollte nicht eine Geliebte haben in ihr, sondern ich wollte ja meine leibliche Schwester haben. Ja. Ich wollte Familie haben, meine richtige Familie wieder haben. Und währenddessen wir das taten, es war ein befremdliches Gefühl. Gleichzeitig muss ich aber gestehen, dass es schon erregend war, weil ich wusste, es war was verboten. Wie lange hat das denn angedauert? Das ging bis zum Herbst 91. Das heißt, ungefähr wie viele Monate? Ungefähr 7-8 Monate. 7-8 Monate? Richtig. Wer hat es beendet? Im Grunde hat sich das praktisch in Anführungszeichen totgelaufen, dadurch, sie wollte, dass ich mit ihr zusammenlebe, ich wollte es nicht. Dadurch haben diese Kontakte auch immer mehr abgenommen. Bis ich, dann wurde sie geschieden und sie wollte ja, dass ich da mit ihr zusammenlebe. Und als es dann nicht kam, hat sie mich mit einer Waffe bedroht und mit dem Finger am Abzug, mit der Pistole auf mich gezählt und gesagt, ich drück ab. Ich weiß nicht, bis heute nicht wieso. Vielleicht, weil sie mich nicht so haben konnte, wie sie mich eigentlich haben wollte. Also das Ganze hört sich so an, wie du das schilderst. Ja. Von ihr ging immer der Impuls dazu absolut, ja. Aber du hast auch nicht Nein gesagt, weil du es irgendwie auch gut fandest. Ja. Und letztendlich hast du auch das nicht beendet, sondern es ist so beendet worden durch ihr seltsames Verhalten, wie du es gerade geschildert hast. Richtig. Machst du dir Vorwürfe heute, dass du das hast so weit kommen lassen? Ich mache mir Vorwürfe, dass wir dadurch unsere Geschwisterbeziehung im Grunde zerstört haben. Ist die heute völlig distanziert, euer Verhältnis? Ich habe nachher nochmal versucht, eine Aussprache mit ihr zu bekommen. 1994 war das, was dann dazu führte, dass sie, ich weiß auch nicht warum bis heute, dass sie eine Anzeige gegen mich gestellt hat, dass ich sie und ihre Kinder angeblich mit einer Waffe bedroht hätte und sie zu töten. Ist da was draus geworden aus der Anzeige? Ja, ich bin Sportschütze. Das hat noch eine besondere Brisanz, auch wegen der Verstärkung des Waffenrechts, was im Moment im Gespräch ist. Ja. Ich habe Sportwaffen gehabt damals und ich habe Besuch völlig unerwartet von der Kriminalpolizei gehabt. Ich musste mitkommen, Domian. Es wurden Fingerabdrücke von mir genommen, es wurden Verbrecherfotos gemacht. Mhm. Auch nicht schön. Nein. Bist du zu was verurteilt worden? Es kam, die Staatsanwaltschaft bot mir dann an, das Ganze einzustellen, wenn ich auf die beschlagnahmten Waffen verzichten würde. Ja. Das habe ich nicht getan, weil ich ja unschuldig war. Ich habe es ja nicht gemacht. Was ist letztendlich rausgekommen? Ich habe eine Verhandlung gegen mich selbst herbeigeführt, weil ich meine Schwester im Zeugenstuhl sehen wollte. In aller Öffentlichkeit sollte sie mir das ins Gesicht sagen. Und ich bin dann freigesprochen worden. Ja. Das ist eingestellt worden. Hast du deine Schwester jemals wieder gesehen seitdem? Seitdem nicht. Sie ging aus dem Gerichtssaal und seitdem habe ich sie nie wieder gesehen. Ja. Nun, war dir damals bewusst, dass du auch immer so halb vor Gericht standst quasi? Wir standen mit einem Bein fast im Gefängnis. Im Gefängnis, ja. Natürlich, ja. Ich habe ihr Das war dir auch klar, während du das gemacht hast? Mhm. Ja. Gab es nicht bei aller Hingezogenheit, wie du es gerade beschrieben hast, auch... Also es gab diese juristischen Bedenken, dass es eine Straftat ist, die ihr da vollzieht, begeht. Gab es auch irgendwo in dir so ein bisschen ein, ich will nicht sagen Ekel, aber eine Aversion bei dem Gedanken, Mensch, das ist meine eigene Schwester? Im Grunde gar nicht. Mhm. Im Grunde gar nicht. Weil es wahrscheinlich daran lag, dass du sie nie gesehen hast. Ne? Im Grunde trafen in dem Moment, wo wir uns in der Tür zum ersten Mal sahen, da trafen nicht Bruder und Schwester aufeinander, sondern im Grunde Mann und Frau. Mhm. Der allererste Eindruck, als du sie gesehen hast, gefiel sie dir als Frau? Ich habe mich in dem Moment absolut verknallt. Ah ja, im ersten Moment schon. Im ersten Moment. Mhm. Aber dennoch ist es ja nun letztendlich sehr schreckliche Geschichte. Ja. Traurige Geschichte und wahrscheinlich werdet ihr vielleicht nie wieder Kontakt miteinander haben. Sie versucht im Moment Kontakt zu bekommen, weil es auch ein bisschen öffentlich geworden ist. Ja. Ich habe über die Geschichte
3000 Stunden lang nachts am PC ein Buch darüber geschrieben. Mhm. Das heißt Blutsverwandt. Ich kann dir gerne anschicken. Kannst du mal lesen? Ja, gerne. Mach mal. Das hat knapp 700 Seiten. Ja, lange Lektüre dann. Ist in Nibel bei Videl erschienen und ja. Wenn ich das sagen darf. Und das Fernsehen will darüber berichten und daraufhin ergab sich ein Kontakt von dieser Fernsehproduktionsfirma zu meiner Schwester, mhm. weil die ja auch interviewt werden muss. Und da ist der Kontakt jetzt wieder da, indirekt zumindest. Mhm. Und so. Ich fühle mich letztlich schon wieder bedroht. Na gut, du bist ja jetzt hoffentlich Manns genug, wenn du es damals auch nicht warst, ja. Klar zu sagen, was du willst. Ja. Auch klar Nein zu sagen. Ich kann eigentlich nur die Hoffnung zum Ausdruck bringen, vielleicht ist sie in den Jahren ist sie auch reifer und erfahrener geworden, dass es vielleicht doch noch ein gutes Ende findet, irgendwie, vielleicht auch durch dieses Projekt. Vielleicht, man weiß es nicht. Aber du solltest klar wissen, was du willst und auch jetzt entschieden dann Nein sagen, damit nicht wieder irgendetwas Neues passiert. Ja, also ich traue letztlich heute noch alles zu, obwohl ja. ich, Domian, ich denke jeden Tag an sie und ich vermisse sie jeden Tag. Mhm. Nicht die Frau, die vor Gericht gegen mich aufgetreten ist, weil ich in dem Moment musste ich ja innerlich abspalten, mhm. dass das meine Schwester ist. Ich konnte mir das nicht vorstellen. No. Lieber Bernd. Ja. Ich erwarte dein Buch. Ja, es kommt. Und wünsche alles Gute. Domian, dir auch. Tschüss. Tschüss. Freunde, morgen haben wir ein Thema. Ein ganzes Thema, die ganze Stunde über. Das Thema morgen heißt XY ungelöst. Ich möchte gerne mit euch reden, in Anlehnung an die Fernsehsendung Aktenzeichen XY ungelöst. Ich möchte gerne mit euch über schlimme Verbrechen sprechen, die nicht gelöst sind, die immer noch irgendwie im Dunkeln liegen, die nie geklärt worden sind. Schlimme Verbrechen wie Mord, wie Totschlag, wie Raub oder Entführung. XY ungelöst heißt unser Thema morgen und ab 0 Uhr sind wir erreichbar. Da könnt ihr schon anrufen. Mailen könnt ihr sowieso 24 Stunden lang und faxen auch. Und um 1 geht's morgen wie immer dann los im Radio und im Fernsehen. Adriane, 21 Jahre, guten Morgen. Ja, hallo, guten Morgen, Domian. Hallo, Adriane. Ich wollte mit dir über meinen Ex-Freund reden. Was ist denn da los mit dem Ex-Freund? Ja, also wir waren 5 Jahre zusammen. Ich muss sagen, wir haben uns jung kennengelernt. Er war sehr jung, ich war sehr jung. Wie jung? Also ich war, sagen wir, Anfang 17 und er war gerade Anfang 16. Moment, du bist jetzt erst 21. Ja, ich werde jetzt 22. Ach so, gut, dann kommt 10. Ja. Ja. So, und er hat damals schon angefangen zu lügen, als ich ihn kennengelernt habe. Er hat zu mir gesagt, er wäre 17. Mhm. Das, was er nicht war, hat auch schon die Familie dafür halt verursacht, dass die halt auch für ihn lügen und so. Ja, wir waren halt lange zusammen. Von Anfang an hatten wir schon Probleme gehabt miteinander. Das heißt, er sagte mir auch nicht, dass er kifft. Mhm. Und dass er auch ab und zu andere Drogen holt, so wie Kokain zieht oder Pep zieht, das mhm. sagte er mir auch nicht, das mhm. wusste ich nicht. Und wir hatten von Anfang an auch Probleme dadurch, dass er Sizilianer ist, ich bin auch Italienerin. Ja. Und Eifersucht, starke Eifersucht und das artete auch so aus, dass er mich auch schlug. Mhm. Oft? Am Anfang nicht so, muss ich sagen. Aber hinterher öfter. Ja, das hat sich dann so gesteigert, also ja. öfters, aber stärker ist es geworden ja. mit dem Schlagen. Ja. Schlimm geschlagen? Das Schlimmste war vor circa 2 Jahren. Da mhm. haben wir Probleme miteinander gehabt. Das war bei einer Freundin. Und da hat er mich so heftig geschlagen, dass er mir die Niere durchgeschlagen hat und die Niere vom Nierenbecken gerissen war. Mhm. Und ich 3 Wochen im Koma lag und insgesamt 6 Wochen im Krankenhaus. Wie bitte? Und danach ja. bist du noch mit dem zusammengeblieben? Ja, dumm, ne? Ja, das ist nicht nur dumm, das ist nur bescheuert. Das ist. Ja. Und, nee, ich finde gar kein Wort. Du hast im Koma gelegen, der hat dir die Niere durchgeschlagen. Ja. Mhm. Und danach gehst du wieder mit dem zusammen? Ja. Mhm. Ich bin fassungslos. Warum? Das ist schwer zu sagen, das fragen mich so viele Leute. Das ja. ist wirklich schwer zu sagen, aber auf der einen Seite war auch immer so die Liebe, der mir die Jung gegeben hat. Ach. Also es war ja nicht immer nur so, dass er halt geschlagen hat. Alle Liebe, Adriana, alle Liebe ist mausetot und zerstört und zertreten, wenn ein Mensch sowas mit einem anderen Menschen macht. Alle Liebe, die vorher mal stattgefunden hat. Ja, das denkst du. Das sage ich so. Ja. Das ist so. Mag so sein, ja, richtig. Hat er dich hier besucht im Krankenhaus? Also er hat versucht, durch eine Freundin zu erfahren, in was für einem Krankenhaus ich liege, aber meine Eltern haben das halt streng unterbunden. Die wollten das gar nicht, dass er das rausbekommt. Und als ich davon erfahren habe, wollte ich auch nicht, dass er mich besuchen kommt. Das heißt also, die ganze Krankenhauszeit hat er dich gar nicht gesehen?
Nein, nein, weil er auch gar nicht wusste, wo ich war und weil ich das auch gar nicht wollte. Mhm. Also ich habe zu den ganzen Freunden gesagt, sagt ihm auf gar keinen Fall, wo ich bin. So, aber hinterher, als du rauskamst aus dem Krankenhaus, hast du dann wieder Kontakt geknüpft mit ihm? 6 Monate später. Immerhin, du hast 6 Monate pausiert sozusagen. Später, was ja noch seltsamer ist, dass da jemand da 6 Monate sich eine Auszeit nimmt. Und dann bist du wieder auf ihn zugegangen oder hat er dich irgendwie bequatscht und bebaggert? Also ich muss vorweg sagen, ich war ja auch schwanger vor ihm, vor dieser Zeit, bevor ich ins Krankenhaus gekommen bin, habe das Kind auch verloren, sollte montags zum Arzt einen Mutterpass bekommen, war im 3. Monat, bin morgens aufgestanden. Durch diesen Übergriff hast du das Kind auch noch verloren? Nein, also das war weit vorher, das waren 4 Monate vorher, bevor das passiert. Durch die Nervosität, dadurch, dass ich halt alles rausbekommen habe, was er sich so leistet in der Beziehung und wie er halt lügt, vor allem, ich muss sagen, er hat halt einen schlechten Umkreis. Schlechte Freunde. Keine Entschuldigung, keine Erklärung. Richtig. Ja, so. Kann sein. So, und dann bin ich halt aus dem Krankenhaus gekommen, 6 Monate kein Kontakt. Mhm. Bei uns ist ab und zu so ein Straßenfest. Ja. Da habe ich ihn dann gesehen mit der Freundin. Ja. Das hat schon gebrannt im Herz, ne? Wollte ich auch erst nicht, habe Abstand geholt. Er hat sich dann so bemüht, dass ich dann nochmal schwach geworden bin und gesagt habe, okay, dann nochmal. Hat er sich denn überhaupt je bei dir entschuldigt für all das, was geschehen ist? Ja. Das schon. Ja. Gut, das macht es aber auch nicht wieder gut. Nein. Nun bist du von ihm getrennt. Du hast gerade am Anfang gesagt, ich möchte mit dir über meinen Ex-Freund reden. Gott sei Dank. Also 1,5 Monate, fast 2 Monate sind wir jetzt getrennt. Ist denn jetzt zum Schluss nochmal irgendwas Heftiges passiert, dass du gesagt hast, jetzt habe ich die Faxen dicke. Ich gehe jetzt wirklich. Ja, also er hat wieder gelogen. Wir haben Streit gehabt und ich habe zu der Zeit bei seinem Freund in der Disco gearbeitet. Also ich habe da ausgeholfen und da war auf gut Deutsch eine Prostituierte, eine Nutte, die hat sich da ausgezogen. Er hat Gefallen dran gehabt, die sind vor die Tür. Was passiert ist, kann ich dir nicht sagen, Domian. Mhm. Interessiert mich auch wirklich nicht. Aber wir können uns das alle denken. Ja, und auf alle Fälle war das halt so krass, dass ich halt meine Sachen geschnappt habe, richtig ausgeflippt bin und er auch dann wieder auf mich zugehen wollte, mich packen wollte, er einen Aschenbecher ganz knapp am Kopf vorbeibekommen habe und ich dann gegangen bin. Und das war dann das letzte Mal, wo ich ihn gesehen habe. Überhaupt hat er dich denn nach dieser schweren Verletzung, die er dir zugefügt hat, nochmal irgendwie geschlagen? Was heißt geschlagen? Eine leichte Backpfeife? Ja, das war drin, ja. So heftig wie da nicht mehr. Das ist sein Temperament, das das verursacht hat. Die Eifersucht auch und die keine, Freunde. Ne? Auch keine Entschuldigung. Richtig. Keine Entschuldigung, aber um das vielleicht zu erklären, ich weiß ja auch so. Gut, das mag ja alles zu erklären sein, aber es ist keine Entschuldigung. Nein, richtig. Adriana, bist du sicher, nun ist es 1,5 Monate erst her, dass du diesmal auch tapfer das durchstehst? Und nicht wieder umknickst, wenn der junge Freund vielleicht nach 2-3 Monaten ankommt, ach komm, lass doch wieder. Also das Problem ist jetzt, ich war jetzt am Montag in der Stadt mit einer Freundin und durch Zufall habe ich seine Schwester getroffen, wo der Kontakt sehr gut war. Wir waren immer sehr gute Freunde, schon fast die Besten. Und sie hat halt gemeint, komm mal vorbei und so. Und dann habe ich gemeint, nee, eher nicht, weil jetzt bin ich noch in der Phase, wo es verletzlich ist, sonst werde ich wieder weich. Bin aber gestern dann doch hin und heute habe ihn auch gesehen, aber ich muss sagen, es macht mir nichts mehr so aus. Und ich muss auch dazu sagen, als wir uns getrennt haben, 2 Tage später habe ich erfahren, er hat ein neues Mädchen, was er auch seine Freundin nannte. Jetzt hieß es von der Schwester her, er hat sie halt nur verarscht, er hat sie wieder verlassen, er kann sich nicht mehr verlieben. Kann das sein, dass die Schwester euch wieder irgendwie verkuppeln will? Die Ältere, wo ich so guten Kontakt habe, glaube ich weniger, weil bei ihr bin ich in der Wohnung, sie schließt auch immer die Tür, sie sagt auf ihrem Bruder Bescheid, komm nicht, wenn die Adriana da ist, sie will das nicht, ich will das auch nicht, weniger, aber wie soll ich sie erklären, es ist nicht, dass ich zurück möchte zu ihm, auf gar keinen Fall, aber so der Gedanke, dass er mit einem anderen Mädchen das teilt, in den Momenten, wo er ganz lieb zu mir war, das halt teilt mit jemand anderem, das ist das, was mich innerlich schon zerfrisst. Nee, das sollte dich überhaupt nicht zerfressen. Das sollte dir wirklich völlig an allem vorbeigehen. Dich sollte innerlich zerfressen, die Erinnerung an das, was der Typ mit dir gemacht hat. Das ist das Schlimme, Adriana. Denk nicht an die, denk nicht jetzt irgendwie mit rosaroter Brille an die schönen Sachen, die ihr vielleicht auch erlebt habt. Das will ich ja gar nicht weg. Ne? Aber das, was du gerade erzählt hast, dass der dich fast totgeschlagen hat, so wär's, ist es ja gewesen. Das erspart einem jegliche Diskussion über irgendwas anderes noch. Das musst du dir immer... Das Schlimme war auch, wir waren jetzt getrennt, dann bin ich 3-mal umgefallen bei meinen Eltern im Restaurant, die wissen das auch noch gar nicht, da bin ich nachts ins Krankenhaus von allein, dann hat man sich
festgestellt, dass ich im vierten Monat schwanger war, das Kind gestorben ist und sich in der Bauchhöhle festgesetzt hat, sodass durch die Periode trotzdem das Kind halt nicht rausgeschwemmt wurde. Wann war das jetzt? Wann war das? Das war letzte Woche Montag. Aha. So, also immer wenn ich einen Schritt voran mache, mich trennen will, kommt irgendwas, wo mich wieder greift und mich wieder in die Vergangenheit zurücksetzt und mir den Weg schwieriger macht. Was ist jetzt aus dieser Schwangerschaft geworden? Man hat es abgesaugt, wie bei einer Abtreibung. Mhm. Und ja, das war's dann, ne? Adriana, ich kann dir wirklich nur den Rat geben. Lass den in Gottes Namen allen Kram, nee, in Gottes Namen ist keine gute Formulierung. Lass den machen, was er will. Auch mit anderen Mädels. Der soll auch die Sachen, die du schön mit ihm fandst, auch mit anderen Mädels machen. Das ist völlig egal. Wenn dir das noch weh tut, wenn du dran denkst und es tut dir weh, setze dem immer sofort entgegen, was der dir angetan hat. Das ist aber schwer. Ja, aber du musst es auch immer wieder versuchen. Nur so kannst du es schaffen. Das ist wirklich innerliche Millimeterarbeit. Halte dir vor Augen, dass dieser Mann dich fast totgeschlagen hätte. So. Das ist schon richtig. Vielleicht war es auch mein Fehler an dem Abend, wo das passiert ist, muss ich ehrlich zugeben. Weil eine Freundin von mir sagte, sollen wir mal testen, wie treu er eigentlich in deiner Zeit war. Ein bisschen kinnig, ich weiß. Hab aber zugesagt. Und das ist halt so eskaliert an dem Abend, weil sie mir halt gesagt hat, da wäre was gelaufen. Ah, ja. Selbst wenn ihr ihn irgendwie vielleicht zu sehr provoziert habt oder so. Auch das ist völlig egal. Es ist völlig egal. So austicken darf man nie. Niemals. Ja, niemals. Jetzt wünsche ich dir nur, dass du jetzt wirklich eisern das durchziehst. Ja, schon. Und immer wenn irgendeine Melancholie aufkommt oder irgendeine schöne Erinnerung, den Gedanken dir vor Augen halten, der hätte mich fast umgebracht. Das ist, glaube ich, die allerbeste Therapie. Auch wenn es schwer ist, ich weiß, müssen wir gar nicht drüber reden, aber nur so kannst du es schaffen. Ja, ist klar. Alles Gute. Kann ich, ja. Adriana. Vielen Dank, Domian. Alles Gute. Alles klar, bedanke mich. Tschüss. 1live.domian@wdr.de, die E-Mail-Adresse. Und wenn ihr e-mailt, bitte nicht vergessen, die Telefonnummer drauf zu schreiben. Morgen heißt unser Thema XY ungelöst. Ich möchte gerne mit euch über ungelöste große Verbrechen, schlimme Verbrechen mich unterhalten, über Mord, Totschlag, Raub, Entführung, Dinge, die ihr erlebt habt in eurem vielleicht nahen Umfeld, schwere Verbrechen, die wirklich nicht geklärt worden sind bis heute. Jetzt ist Ralf hier. Ralf ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Ralf. Dein Thema. Ich leide schon eigentlich unter Aggressionen. Ich bin unkontrolliert aggressiv, vor allem in der Freizeit, in der wenig Freizeit, die ich habe. Fängt bei mir selbst an, geht dann gegen Gegenstände, gegen andere Personen, quasi gegen alles und sehr unkontrolliert. Du sagst, du hast wenig Freizeit. Was machst du vom Beruf? Ich bin selbstständig. Ich habe vor einigen Monaten ein Restaurant eröffnet, ja? Was, man muss dazu sagen, sehr gut läuft. Also ich habe keinerlei finanzielle Probleme, auch auf privaten Bereich nicht. Aber das klingt nach sehr viel Stress, nach sehr viel eingebunden sein. Ja. Und du hast ja während der Arbeit dann auch sehr viel mit Menschen ständig zu tun, mit deinen Bediensteten, mit deinen Angestellten. Ja, bist du denen gegenüber auch aggressiv? Nein. Also während der Arbeit, wenn andere Leute da sind, bin ich eigentlich das absolute Gegenteil. Ich versuche natürlich so höflich und freundlich wie möglich zu sein. Ach so, das findet dann nur mit dir alleine statt? Ja, quasi. Also das jetzt nicht auf der Arbeit oder nicht, wenn ich wirklich in der Öffentlichkeit stehe. Ja. Also du kommst, nehmen wir mal an, du hast einen schweren Arbeitstag hinter dir und kommst abends nach Hause. Lebst du alleine? Ich lebe alleine. Du lebst alleine. Erklär es mal ein bisschen anschaulicher. Wie kann man sich das vorstellen? Du machst die Tür hinter dir zu und dann bricht es direkt in dir raus, dass du zornig bist und angespannt oder wie? Das kommt drauf an. Also wenn ich nachher nach Hause fahre, da braucht dann nur irgendwie einer bei Rot 100 Meter bei mir über die Ampel gehen. Mhm. Da gebe ich dann schon Gas, einfach nur damit er sieht, er hätte das nicht machen sollen. Und dann bin ich dann schon aggressiv. Und dann es reichen ganze Kleinigkeiten. Also der Grund, warum ich auch heute angerufen habe wieder, ist, bei mir zu Hause sieht es auch aus wie Bombe, weil ich wirklich regelmäßig irgendwie was kaputt mache oder irgendwo ran meine Aggression auslasse. Und jetzt mir ist eben Aschenbecher runtergefallen und da habe ich auch den, statt das aufzuheben, ich habe den durch den ganzen Raum getreten und den Tisch zertreten, so einen Glastisch zertreten und so weiter. Echt, den Glastisch zertreten? Ja, das sind einfach, ich kann mich nicht mehr kontrollieren. Was ist denn noch kaputt in der Wohnung durch dich?
es funktioniert fast nichts. Es ist alles Chaos. Hier ist pures Chaos. Hat sich das denn auch schon mal gegen Menschen direkt gerichtet? Ja, sicher. Gegen wen? Gegen alles, jeder, der mit mir einen Grund gegeben hat. Also ich war schon. Also immer, das ist absonderlich, immer im Freizeitbereich. Nie ja, während der Arbeit. Nee, während der Arbeit kann ich es jetzt nicht. Ich war davor, war ich anderweitig. Ja gut, du könntest ja als Selbstständiger könntest du ja deine Angestellten wirklich zur Sau machen, wenn du eine Kleinigkeit. Nein, das machst du überhaupt nicht. Nein. Aber wer hat denn schon drunter leiden müssen unter deiner Aggression? Freunde? Freunde weniger. Es war jetzt beispielsweise vor einigen Monaten, das war auf dem Parkplatz von einem Schnellrestaurant, sag ich jetzt mal. Da hat mich einer wirklich blöd angeguckt und ich bin dann auch ganz rasant, also ich saß im Auto, ganz rasant an ihm vorbeigefahren und er hat mir dabei aufs Autodach geschlagen. So einfach um, naja, war wahrscheinlich auch sickig irgendwie. Und dann habe ich Vollbremsung, ich hatte eine Gaspistole im Handschuhfach, bin ausgestiegen, habe die dem wirklich an den Kopf dran gehauen schon. Habe gesagt, wenn er es noch einmal macht, dann schieße ich ihn über den Haufen, bin eingestiegen und abgedüst. Und dann habe ich auch eine Anzeige bekommen und alles Mögliche. Hast du Menschen auch schon mal zusammengeschlagen? Ja, schon. Ja. Wen? Auch so Fremde, solche Situationen? Auch Fremde, ja. Es war jetzt auch nicht so lange her, zweieinhalb Monate ungefähr, da war jemand von der GEZ hier, die hat mich einige Male angeschrieben, ich habe nicht geantwortet, weil sowas, das macht mich schon aggressiv, dass die Leute hier ankommen. Ich habe keinen Fernseher, aber im Fernsehen oder auch im Radio ist dauernd Werbung und trotzdem muss man dafür noch einen Betrag X bezahlen und das gut. Wachsinn, meiner Meinung nach. Müssen wir jetzt nicht drüber diskutieren. Ja, ist klar. Dass die Öffentlich-Rechtlichen natürlich sich nicht Werbung finanzieren dürfen und sollen und können. Das ist aber überhaupt nicht das Thema. Was hast du mit dem armen Mann von der GEZ gemacht? Ja, der kam, der wollte rein und er schien mir ein bisschen zu aufdringlich und ich habe dem einfach direkt eins vor diesen Ort gehauen. Anzeige bekommen? Auch Anzeige bekommen, ja. Wie viele Anzeigen hast du schon bekommen wegen deiner? Weiß ich nicht. Gab es schon richtig, also schlimme Konsequenzen? Also es waren bisher eigentlich fast ausschließlich Geldstrafen, mal Sozialstunden vor einigen Jahren. 24? Ja. Wie lange läuft das schon so? Wie lange bist du schon so? Also als Kind habe ich mich, wie wahrscheinlich jeder andere, auch öfter mal geprügelt. Das ist so richtig rausgekommen mit 16, 17, da wurde es dann intensiver. Gab es das denn früher, bevor du dein Restaurant hattest, auch, dass du dich so mehrere Stunden am Tag, wie wo auch immer, so völlig im Griff hattest, so wie jetzt in deinem Restaurant? Ja, ich hab früher viel Sport gemacht. Ich habe Kampfsport gemacht und dann habe ich meistens alles rausgelassen. Ja. Ich habe da zwar auch schon, war schon aggressiver als normal, aber da ging ich schon, dann habe ich schon einiges rausgelassen. Und da bin ich auch, ich war damals in einer Karategruppe, bin da auch dann rausgewiesen worden, weil ich einfach nicht fair gekämpft habe. Du machst heute gar keinen Sport mehr? Ich mache keine Zeit mehr dafür. Das heißt, es ist gar kein Ventil im Moment nein, da. Nein. Hast du eine Ahnung? Du hast da wahrscheinlich auch viel über dich nachgedacht. Warum das so ist, woher es kommt? Irgendein Anhaltspunkt? Eine leichte Spur? Ja, ich denke, dass also vor mit 16, 17 habe ich damals in Drogen gefrönt, war also recht stark in Kokain verwickelt, ungefähr ein halbes Jahr und da haben sich auch die Handzeigen einfach gehäuft. Das war also immens und seitdem ist das eigentlich, denke ich mal, auch um einige stärker geworden. Du meinst, dass der Kokainkonsum das noch mehr rausgekitzelt hat? Ja, diese vielleicht schon früher vorhandene Veranlagung? Ja, ja. Aber du leidest darunter. Ja, ich würde auch irgendwie gerne mit irgendeinem Arzt oder irgendwas machen, es geht einfach nicht. Ich bin also momentan von 9 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts oder halb 1 nachts bin ich gebunden. Ja. Und hast du eine Freundin? Auch nicht? Nein, ich hatte bis vor einige Monate eine, die ist dann allerdings auch, die hat es mit mir nicht ausgehalten. Hast du die auch geschlagen? Nein, ich hab sie nie geschlagen. Aber die hat diesen ganzen, ich sag mal, den ganzen Scheiß mitgekriegt? Ja, also ich habe sie nicht geschlagen, ich habe dann meine Aggression irgendwie anders rausgelassen. Ich habe dann auch Stühle durch die Gegend geworfen oder sonstige Sachen. Also ich finde, höchste Alarmstufe, nach dem, was du erzählt hast, allerhöchste Alarmstufe, das kann ja auch noch schlimmer werden. Ja. Und es kann auch sein, dass du in diesem Rausch, in den du da offensichtlich gerätst, auch mal schwere Dummheiten machst. Ja, also ich hab mich schon gut unter Kontrolle. Wenn ich merke, jetzt ist gut, dann ist auch gut. Und wenn irgendwas war, dann
bin ich meistens danach auch, wie nennt man sowas? Also habe ein super schlechtes Gewissen und ja, so weiter. Aber dennoch behindert es ja dein Leben enorm. Ja, doch. Ja. So, und ich bin ja kein Psychologe. Ich vermute nur, dass das wirklich ein sehr kompliziertes, eher ein tiefenpsychologisches Problem ist, was da bei dir vorliegt. Ja, ich weiß, was nur zu lösen ist, wirklich mit einer soliden, professionellen psychologischen Behandlung. Ja, aber also, dann setze ich wirklich meine Existenz aufs Spiel. Das braucht Zeit und die habe ich nicht. Moment, komm. Wenn du jetzt plötzlich richtig erkranken würdest, körperlich erkranken würdest, hättest du die Zeit auch und müsstest auch, wenn du jetzt hohes Fieber bekämst oder eine andere schwere Erkrankung, hättest du die Zeit auch. Dieses ist ja, bedarf ja gar nicht so viel Zeit. Du hast doch, du kannst mir nicht erzählen, auch wenn du selbstständig bist und sehr viel am Hut hast, dass du nicht einmal in der Woche 1-2 Stunden Zeit hast, zu einem Psychologen zu gehen. Glaube ich dir nicht. Ja. Jeder hat diese Zeit. Irgendwie kann man sich rausschälen. Vor allen Dingen, wenn das mit diesem Effekt verbunden ist, eventuell, dass du wirklich da eine Hilfe bekommst und du hast einen Leidensdruck und wenn der weg ist. Also das Zeitargument lasse ich nicht gelten. Wenn du jetzt sagst, ich habe keine Zeit, dann sagt mir das, dass du dich auch irgendwie sträubst da irgendwie. Ja, irgendwie schon. Vielleicht hast du auch Schiss. Ich habe da schon ein Problem mit einfach, weil wenn das hier auch rauskommt, ich habe ein sehr hochwertiges Publikum, muss man so sagen. Gott. Das ist sehr exklusiv alles bei mir. Ja, aber wenn du zu einem Psychologen gehst, das ist wie ein Arzt. Du kannst ja auch zu einem Arzt gehen, der zudem auch Psychologe ist. Der unterliegt ja der Schweigepflicht, das kriegt ja nur kein Mensch mit, was du da besprichst. Und immerhin hast du jetzt hier in der Öffentlichkeit angerufen, wo die Chance noch viel größer ist, dass dich jemand an einer Stimme erkennt. Wenn du zu einem Arzt gehst, der erkennt dich kein Mensch, warum du da hingehst. Also, Ralf, ich möchte gern, dass du allein rein beratungstechnisch, wie man es macht, wo man es macht und so weiter, noch ein paar Worte mit meinem Psychologen sprichst. Ja, gerne. Das ist Johannes, du legst auf, Johannes ruft dich an. Ja. Und ich wünsche dir, dass du das durchziehst. Du scheinst ja ein ehrgeiziger Typ zu sein, dann kannst du den Ehrgeiz da auch ein bisschen reinpumpen. Ja, okay. Na? Alles Gute. Danke, Dom. Tschüss. Ciao. René, 47, guten Morgen. Hallo, René. Hallo, Domian. Hallo, René. Hallo Domian, verstehst du mich? Ja, ich verstehe dich gut. Rufst du aus der Schweiz an? Ja, aus der Nähe von Zürich. Echt jetzt? Wirklich? Echt, echt. Oh. Das klingt so ein bisschen wie ein Spaß, aber es ist kein Spaß. Nein, sicher nicht. Ich habe am Montag schon mal, aber da bin ich leider irgendwie nicht dran gekommen. Ja, das klingt sehr nett in unseren Ohren, du weißt das. Ja, ja. Wenn ihr Schweizer Hochdeutsch sprecht, klingt das wirklich allerliebst. Aber man versteht mich. Man versteht dich perfekt. Also ja gut. Es erinnert mich so ein bisschen an den, wie hieß dieser sehr berühmte Komiker früher? Emil. Ja, ein Emil, genau. An Emil. Ja. Aber du bist nicht Emil. Nein. Ich habe eben einen Nachbar, der kommt da von ehemalig Ostdeutschland. Ja. Und mit dem kann ich auch noch nur Hochdeutsch sprechen. Ja. Darum kann ich es einigermaßen gut. Das ist ja sehr lustig. Der spricht dann wahrscheinlich Sächsisch-Hochdeutsch. Der kommt von Sachsen-Anhalt. Und du sprichst dann Schweizer-Hochdeutsch. Ja, genau. René, um was geht's denn? Bei mir geht's um seltene Krankheiten. Das Thema hattest du schon mal. Ja. Und ich habe eine seltene Krankheit und das heißt Morbus Bürger. Morbus Bürger? Ja. Was ist das? Das ist eine Gefäßerkrankung. Und wie macht sich die bemerkbar? Bei mir hat sie sich bemerkbar gemacht. Ich habe mir, das war im Jahr 1989, bin ich mir in einem Getränkelager, wo ich gearbeitet habe, mit einem Gabelstapler auf dem Fuß gefahren. Ja. Und das hat eine Quetschung gegeben. Mhm. Und bis da wusste ich ja noch nicht, dass ich die Krankheit habe. Vorher hast du nichts gemerkt? Nein. Mhm. Und das wollte bei mir nicht heilen. Mhm. Und das kam dann so weit, dass man mir die Zehen amputieren musste, weil die schwarz wurden. Das hängt mit der Krankheit zusammen, dass es nicht heilt, wenn etwas verletzt ist. Ja, genau. Weil das Blut fließt nicht mehr
Richtig, und vor allem die Außenglieder sind stark betroffen. Also. Aber René, wenn man dann amputiert, schneidet man oder man sägt ja sogar die Knochen durch. Das ist ja auch eine neue Verletzung. Heilt denn das dann ab? In der Regel schon, weil sie schneiden ja so weit hinten, wo es noch gesundes Gewebe gibt. Und bei mir haben sie einfach so versucht, so wenig wie möglich zu amputieren und haben nur was schon schwarz war, das Gewebe, das ist ja abgestorben. Ja. Das haben sie zuerst die sämtliche Zehen amputiert und das ging dann nicht. Ich bin also insgesamt 5 Monate im Spital gewesen. Ja. Und dann ist es so weit gekommen, dass sie mir den Unterschenkel, also unterhalb vom Knie, amputieren mussten. Ja. Das war damals 1990? Das war Ostern 1990. Wie ist denn. Also nach Ostern. Ja. Wie ist es denn? Sind ja sehr viele Jahre vergangen. Heute, ist noch irgendwas Schlimmes passiert an deinem Körper? Ich habe dann nach 5 Jahren, also im 95, habe ich einen Rückfall bekommen. Und zwar habe ich immer so Druckstellen gehabt unterhalb vom Knie, wo ich noch hatte. Ach, von einem anderen Bein dann? Nein. Ach, von einem amputierten Bein? Ja, einfach gerade an der untersten Stelle, wo noch vorhanden war. Und da mussten sie zweimal Gewebe entfernen, also ich hatte ein Loch und da mussten sie zweimal ausschneiden. Ist es dann nochmal zu einer Amputation gekommen? Ja, das ist dann auch im 95 mussten sie mir, und zwar notfallmäßig, weil ich schon eine Blutvergiftung hatte zu Hause. Oh je. Also ich lag zu Hause im Koma, ich konnte noch, bevor ich weggetreten bin, also schwarz wurde, konnte ich noch meinen Hausarzt avisieren. Wie weit hat man das Bein denn weiter entfernt? Jetzt hat man das Knie, also gleich oberhalb dem Knie amputiert. So, diese schwere Krankheit heißt Morbus Bürger, ich sag's nochmal. Ja, und das hat in der Uniklinik in Zürich, ist ja relativ bekannt, so ein Spezial, also Dozent, also ein Professor, hat mich da mal ganz genau aufgeklärt über die Krankheit. Also die hat man in sich drin. Ja. Die muss nicht zum Ausbruch kommen. Ah, ja. Aber bei mir ist sie zum Ausbruch gekommen, weil ich geraucht habe und immer noch rauche. Ja. Und immer noch rauchst? Ja, ja. Warum rauchst du immer noch, wenn das so gefährlich ist für dich? Für mich ist das, wie für andere Alkoholiker oder so, ist das halt für mich eine Sucht. Und eine Sucht. Ich komme einfach nicht ganz los von dem. René, ist das so, ist diese Krankheit so zu verstehen, dass du höllisch aufpassen musst, dich überhaupt irgendwie zu verletzen? Weil die Gefahr besteht, dass es nicht heilt und dann eine Amputation eventuell nötig wäre. Ja. Gibt es denn sonst, also wenn du jetzt abgeheilt bist, gibt es sonst Beschwerden? Nein, also so jetzt im Moment geht es mir gut. Ja, das heißt, du hast keine Schmerzen? Naja, Phantomschmerzen, also. Durch die Amputation? Ja, aber die sind nicht mehr, als sie mich stark stören. Ja. Also, am Anfang musste ich ja Morphium nehmen gegen die Phantomschmerzen. Ja, aber so deine größte Angst oder deine größte Vorsicht ist, dass du dich nicht verletzt irgendwo. Ja, aber jetzt nehme ich mein Leben lang so ein Blutverdünnungspräparat, gibt sicher auch in Deutschland, das heißt Marcumar, das gibt's ja auch, ja. Das Blutverdünnung, und mit dem geht's mir besser, also damit eigentlich alle Körperteile einigermaßen gut durchblutet sind. Du bist 47 Jahre alt? Ja, wirklich. Das heißt, du lebst als Rentner, das geht gar nicht anders. Ja. Ja. Mhm. Hast du eine Familie auch? Hast du eine Frau oder lebst du alleine? Ich lebe alleine. Ich war verheiratet, habe eine Tochter, die wird dieses Jahr 16. Mhm. Aber die Ehe ging durch die Amputation in die Brüche. Ah ja. Durch die Amputation ging die Ehe in die Brüche. Ja.
Ist das nicht sehr traurig für dich, dass deine Frau dann nicht zu dir gehalten hat, eigentlich in der schwersten Zeit deines Lebens? Ich habe in der Zeit hatte ich sehr große Probleme. Mhm. Ich hatte auch einen Suizidversuch versucht mit einem Haufen Tabletten. Ja. Zum Glück hat mich meine Mutter gefunden und konnte rechtzeitig das Spital avisieren. Du hast das heute verwunden, dass deine Frau dich verlassen hat. Heute ja. Ich wollte gerade noch was zu der Krankheit fragen. Außer diesem Blutverdünnungsmittel, gibt es da sonst noch etwas Therapeutisches zu tun oder musst du es einfach so abwarten? Eigentlich gibt es nichts Therapeutisches. Mhm. Das Beste wäre für mich, wenn ich komplett aufhören könnte zu rauchen. Ja, da will ich ja jetzt nochmal drauf zurück. Mensch, jetzt hast du schon so viel erlitten durch die mehrfachen Amputationen. Und die Ärzte sagen dir, dass das ein sehr schlimmer Auslöser der Krankheit ist. Und du schaffst es nicht, davon wegzukommen. Nein, dass ich weiß, was noch alles passieren könnte. Was könnte denn passieren? Ja, zum Beispiel könnten die Hände absterben oder so. Mhm. Wenn ich da irgendeine offene Wunde, eine Infektion hätte, dass das nicht heilt und so. Und das selbst? Am schlimmsten sind die äußeren Glieder gefährdet, also die Finger, Hände und so weiter. So, und selbst diese schlimme Vorstellung hält dich nicht davon ab, zu sagen, Schluss aus. Wie viel rauchst du denn am Tag? Jetzt, also früher hatte ich schon so 2 Pakete im Tag geraucht, weil ich da Berufschauffeur war. Mhm. Und heute bin ich so bei einem Paket. Hast du denn schon mehrere Versuche unternommen, vom Rauchen wegzukommen? Ja, schon. Zwar im Jahr 2000, da hatte ich zu allem Elend noch einen schweren Motorradunfall. Das auch noch? Ja, aber unschuldig, bin also mit ca. 60 frontal in ein Auto gefahren und hab mir das andere Bein mehrmals gebrochen und die Bänder abgerissen. Jetzt hab ich nicht richtig mitgerechnet. War denn das eine Bein schon amputiert, als du gefahren bist? Ja. Und da bist du Motorrad gefahren? Ja, also so ein Motorroller. Motorroller, darf man das überhaupt? Jawohl, natürlich. Das darf man. Weil ich mit dem Bein muss ich absolut nichts machen. Ja. Also beide Bremsen mit der Hand und alles, oder? So, René, jetzt hast du gerade einen ganz wichtigen Satz gesagt. Du hast gesagt, mir geht es eigentlich im Moment ganz gut. Das ist ja ein großes Glück nach dem, was du jetzt schon hinter dir hast. Ja. So, damit das auch so bleibt, würde ich dir wirklich von tiefstem Herzen wünschen, dass du in irgendeiner Weise, ich weiß das ja nicht wie, ich bin nie Raucher gewesen, deswegen kann ich ja keine guten Ratschläge geben, dass du von diesem Teufelszeug, das ist ja für dich nur wirklich ein Teufelszeug, wegkommst. Ja, das ist für mich das Schlimmste, das Rauchen. Ja, wirklich, damit es weiter gut bleibt und nicht noch weitere schlimme Dinge passieren. Wünsche ich dir das von ganzem Herzen, wirklich, von ganzem Herzen. Ja. Und ich sage ganz schöne und ganz liebe Grüße in die Schweiz, nach Zürich. Danke, Domian. Und wünsche dir alles Liebe, René. Ich bin ein großer Fan deiner Sendung. Das ist sehr nett, das freut mich sehr. Und ich bin ein großer Fan der Schweiz, das weißt du ja, als habe ich das eigentlich... Ich habe es mal gehört, wo du mit deiner Frau geredet hast, die hat so Beziehung zu Objekten. Ja, genau, das war auch eine Schweizer Zuschauerin, ganz genau, der hatte ich das die gesagt. Die Sendung habe ich auch gehört. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen, René. Gleichfalls und alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss, Domian. Unser Thema morgen heißt XY ungelöst, in Anlehnung an die Fernsehsendung, Aktenzeichen XY ungelöst. Ich möchte gerne mit euch über schlimme Verbrechen sprechen, von denen ihr betroffen seid, indirekt betroffen seid oder direkt sogar betroffen seid. Mord, Totschlag, Raub, Entführung, die nicht gelöst, nicht geklärt sind, diese Verbrechen. Ihr könnt uns wie immer ab 0 Uhr erreichen, da sind die Leitungen geschaltet. 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110 und die E-Mail-Adresse sage ich dann auch nochmal 1live.domian@wdr.de und da bitte die Telefonnummer draufschreiben. Also das Thema morgen bei Domian. XY ungelöst. Ich möchte gerne mit euch über schlimme Verbrechen sprechen, die nicht geklärt, nicht gelöst sind. Heute in der Technik Gudrun Hausen
Und wir sehen und hören uns dann morgen Nacht wieder um 1 Uhr hier im Radio bei 1 Live und hier im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Gute Nacht, schöne Nacht.